Hallo zusammen. Ich werde häufiger gefragt, was ich eigentlich glaube. Und das ist ein etwas schwieriges Thema, weil es für das, was ich glaube, kein wirkliches Wort gibt. Eheste, wie man es nennen könnte, wäre ein atheistischer, heidnischer Kabbalist. Was etwa so viel Sinn macht wie runder Kreis im Dreieck, aber okay, ich versuche es zu erklären. Ich glaube, dass. Okay, ein anderer Ansatz. Ich bin nicht davon überzeugt, dass es Götter gibt. Aber nehmen wir einfach an, es gäbe Götter. Das ist die Grundannahme, mit der ich hier mal rangehe. Nehmen wir an, es gäbe Götter. Ich bin der festen Überzeugung, wenn es diese Götter gibt, unterliegen sie gewissen Regeln. Beispielsweise. Beispielsweise sind diese Götter entweder selber die Natur oder sind von der Natur vollkommen getrennt. Das heißt, natürliche Abläufe sind durch Gebete, Opfergaben und frag mich nicht was noch nicht beeinflussbar. Wer das gerne versuchen möchte zu widerlegen, kann sich gerne an einen Strand knien und so lange beten, bis Ebbe und Flut aussetzen. Das kann eine Weile dauern. Zudem bin ich der Ansicht, dass alle Religionen oder fast alle Religionen aufeinander aufbauen, bis man im Grunde zum Beschluss auf eine Art Grundreligion aufbauen würde. Eine Art schamanischem Animismus, bei dem halt simpelste Konzepte wie zum Beispiel aus den Wolken kommen Blitze, wo kommen die Blitze her? Theologisch umgesetzt werden, weil man keine Ahnung hatte, was sonst los war. Und je nachdem, wie sich die Kultur und der Wissensstand weiterentwickelt haben, haben sich auch diese Religionen weiterentwickelt. Und jetzt kommt der Kabbala-Teil. Ich bin der Meinung, wenn man Religion wirklich begreifen möchte, wenn man das, was die Menschen als göttlich ansehen, wirklich begreifen will, muss man sich mit dieser Religion auseinandersetzen. Und mit den Religionen, auf denen diese Religionen basieren, und den Religionen und so weiter und so weiter und so weiter. Also, wenn ich mich zum Beispiel mit dem Christentum befasse, also die Bibel lese und gucke, was da überhaupt drin los ist, ist es wichtig, dass ich die Parallelen von der Bibel zu anderen Mythologien, aus denen die Legenden entnommen wurden, ziehen kann, um zu wissen, wie sind diese Legenden entstanden. Ich muss mich darüber informieren, welche verschiedenen Schreiber an der Bibel gearbeitet haben. Ich muss mich darüber informieren, welche anderen Denkansätze es innerhalb der Lehre gab oder welche in Lehrensätze es innerhalb dieser Lehre gibt, um wirklich herauszufinden, was ist der wahre Kern dahinter. Wenn ich etwas von wahrem Christentum labern würde, würde es wahrscheinlich keiner von euch wirklich als Christentum wiedererkennen. Das heißt also, wenn man eine Religion wirklich verstehen möchte, muss man tiefer graben, als einfach nur die Oberfläche anzusehen. Man muss sich mit den Hintergründen beschäftigen, mit den Dingen, die Gläubige normalerweise ignorieren, weil sie ihnen unangenehm sind. Und ich glaube, nur wenn man all das wirklich vereinnahmt und sich wirklich damit beschäftigt, kann man sein Verständnis dieser Religion oder des großen gesamten Göttlichen irgendwie vorantreiben. Es reicht nicht einfach, sich ein Buch zu nehmen, das zu lesen und zu sagen, das stimmt jetzt, sondern man muss die Hintergründe erörtern. Man muss wissen, woher kommen diese Gottheiten? Warum sind sie entstanden? Worauf basieren sie? In dem Zusammenhang ist das Römische Reich zum Beispiel unheimlich interessant, weil es im Grunde ein riesiger Schmelztiegel verschiedener Religionen war. In diesem Bereich ist das Ägyptische Reich unheimlich interessant, weil da die Entwicklung des Sonnengottes beispielsweise unheimlich faszinierend ist. Weil die Ägypter im Laufe ihrer Zeit 7 oder 8 verschiedene Sonnengötter hatten, wenn nicht noch mehr. Die Vorstellung verschiedener Kulturen, was nach dem Tod kommt und wie diese Kulturen miteinander zu tun hatten und wie das Ganze verkettet ist, sind unheimlich faszinierend. Das heißt, selbst
wenn es keine Götter geben sollte und alles, was ich lerne, vollkommen schwachsinnig ist und vollkommen nutzlos ist, bekomme ich ein tieferes kulturelles Verständnis und ein tieferes Verständnis im Allgemeinen dafür, wie diese Leute empfunden haben und worauf deren Ethik und deren Vorstellung basiert haben. Und indem ich das mache, kann ich auch meine eigenen Vorstellungen verändern. Und kann beispielsweise Elemente aus Religionen annehmen, die, auch wenn ich nicht an deren Götter glaube, trotzdem positive Auswirkungen auf mich haben. Ich hoffe, das hat für irgendjemanden, der gerade zugehört hat, Sinn gemacht. Wenn nicht, tut es mir leid, eure Zeit verschwendet zu haben. Ich habe jetzt fast 6 Minuten geredet. Ich hoffe, irgendwas Sinnvolles war dabei. Falls nicht, bitte lasst die Forken und Fackeln zu Hause. Ich mache bestimmt auch noch gleich wieder lustige Videos. Von daher wünsche ich euch noch einen schönen Tag und man sieht sich.